Richard Wagner in Tel Aviv. Ich war schon ziemlich gespannt zu hören, wo Onkel Sauberger seinen Abend verbracht hatte. »In der Oper«, sagte Onkel Sauberger. »Ich war gestern Abend mit David Metzger in der Oper. Natürlich waren die teuren Plätze restlos ausverkauft, obwohl sie wirklich irrwitzig teuer sind. Manchmal denke ich«, sagte Onkel Sauberger, »nur die Menschen, die am wenigsten an Kultur interessiert sind, können sich die Kultur leisten, während die tatsächlich Interessierten, die passionierten Menschen, nicht das Geld für eine solche Opernkarte aufbringen können. Sie haben keine Chance, das zu erleben, was ich gestern erlebt habe, und, wie gesagt, alle Karten waren schon längst ausverkauft, aber mein Freund David Metzger hatte zwei Karten und fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm in die Oper zu gehen.« »Viel Lust hatte ich, ehrlich gesagt, nicht«, sagte Onkel Sauberger. »Ich hatte überhaupt keine Lust, in die Oper zu gehen. Ich hasse die Oper, und die Leute, die in die Oper gehen, finde ich abstoßend. Diese Leute gehen nur in die Oper, um gesehen zu werden. Sie interessieren sich nicht im Geringsten für die Oper. Diese Leute gehen in die Oper, weil es mit Status zu tun hat. Allein deshalb gehen sie dorthin, und in der Oper schlafen diese Menschen ein.« »Die Oper«, sagte Onkel Sauberger, »ist für alle sogenannten Kulturmenschen eine teure Schlaftablette. Diese Menschen kaufen die irrwitzig teuren Karten, beteuern einander, wie gespannt sie auf die Oper sind, die Sänger, die Inszenierung. Aber tatsächlich gehen diese Kulturmenschen in die Oper, um zu schlafen.« »Sobald die Oper beginnt«, sagte Onkel Sauberger, »sobald die ersten Töne erklingen, schlafen diese Menschen ein, und nicht selten kann man sie schnarchen hören. Es sind meist alte Menschen, aber nicht nur alt und mit einem Bein im Grab. Vor allem«, sagte Onkel Sauberger, »sind diese Kulturmenschen sehr müde.« Ich wollte also wirklich nicht in die Oper gehen und mir diese widerwärtigen, alten, reichen Dummköpfe ansehen, aber David Metzger blieb hartnäckig, sagte Onkel Sauberger. Ich solle unbedingt mit ihm gehen, er selbst hasse die Oper, aber dieses eine Mal solle ich ihn in die Oper begleiten, weil zum ersten Mal hier bei uns in Israel Richard Wagner gespielt werde. »Richard Wagner?«, fragte ich ungläubig, sagte Onkel Sauberger. »Ja«, sagte der Metzger. »Daniel Barenboim dirigiert, und Sie spielen Richard Wagner.« »Zum ersten Mal in der Geschichte dieses unseres Landes«, sagte Onkel Sauberger, »spielt man Richard Wagner.« »Ein Judenhasser«, sagte mir David Metzger, sagte Onkel Sauberger, »aber ein Genie, ein Dummkopf, der in all seinen Opern die Juden als monströs darstellt. Einer der größten Dummköpfe überhaupt war Richard Wagner«, sagte David Metzger. »Trotzdem kann es keinen Zweifel an seiner perversen Genialität geben, und jetzt kann man diese genialen Auswüchse eines antisemitischen Größenwahnsinnigen hier auf der Bühne mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören.« »Es war kein Witz«, sagte Onkel Sauberger. »Tatsächlich wollte Daniel Barenboim die Musik Richard Wagners in der Oper in Tel Aviv dirigieren, und der Metzger hatte zwei Karten für dieses musikalische Ereignis.« »Ich fragte den Metzger nicht, wie er an diese Karten gekommen war«, sagte Onkel Sauberger. »Sofort«, sagte ich, »dass ich ihn gerne in die Oper begleite, Tristan und Isolde.« »Endlich gute Musik«, dachte ich, sagte Onkel Sauberger, »obgleich von einem Judenhasser komponiert, hat diese Musik immer schon eine große Faszination auf mich ausgeübt«, sagte Onkel Sauberger. »Ich hatte schon immer eine große Schwäche für die Musik Richard Wagners, ungern«, sagte Onkel Sauberger, »gewissermaßen wider Willen war ich immer wieder fasziniert von dieser Musik.« »Endlich kommt etwas Sehenswertes in unsere Oper«, sagte ich zum Metzger. »Bei Tristan und Isolde wird heute bestimmt kein einziger Mensch im Saal einschlafen. Das ist ja ausgeschlossen.«
in Anzug und Krawatte sahen wir genauso aus wie alle anderen Männer im Saal. Wir nahmen Platz und blickten zur Bühne. Nur wenige Sekunden nach den ersten sanften Tönen von Tristan und Isolde wurde es laut. Menschen standen auf und Eier wurden auf den Dirigenten geworfen, Eier und Tomaten. Überall nur Eier, sagte Onkel Sauberger. Eine Menge Eier und Tomaten flogen durch die Luft. Einige warfen vielleicht ein paar Mangos, die meisten aber Eier und Tomaten. Die Leute schrien und warfen Eier. Im ganzen Saal waren nur Eier und Tomaten und ein paar Mangos zu sehen, aber keine Musik zu hören. Daniel Barenboim hatte aufgehört, sein Orchester zu dirigieren, das die Musik Richard Wagners spielen sollte. Das Orchester hatte aufgehört, Tristan und Isolde zu spielen, sagte Onkel Sauberger. Daniel Barenboim dirigierte nicht mehr. Stattdessen versuchte er, die Leute zu beruhigen. Er, Daniel Barenboim, sagte Onkel Sauberger, versuchte mit den Leuten, die noch immer Eier und Tomaten warfen, in einen Dialog zu treten. Die aber wollten keinen Dialog mit Daniel Barenboim. Sie brüllten und warfen weiter ihre Eier und Tomaten. Barenboim bewahrte Ruhe und Haltung und ich bemerkte, dass er etwas zu sagen versuchte, sagte Onkel Sauberger. Er versuchte, sich Gehör zu verschaffen. Er rief etwas. Herzl, verstand ich, Lieblingsmusik, Theodor Herzl. Er war nicht zu verstehen, sagte Onkel Sauberger. Der Tumult war zu groß. Ich konnte mir auf das ewige Herzl keinen Reim machen. Aber Metzger hat es bestätigt, sagte Onkel Sauberger. Es ist ja nicht zu glauben. Richard Wagner, dieser Antisemit, war der Lieblingskomponist von Theodor Herzl, unserem Herzl. Das wollte Barenboim uns sagen. Ist das denn zu glauben? Sagte Onkel Sauberger. Jedenfalls, Musik gab es an diesem Abend nicht mehr, sagte Onkel Sauberger. Sonst aber war es durchaus ein feierlicher Abend, auch ohne Tristan und Isolde. Es war ein durch und durch musikalischer Abend, ein Abend, den ich nie vergessen werde, sagte Onkel Sauberger.